Hallo und herzlich willkommen heute hier im Regen in Berlin. Wir besuchen heute die Firma Dendrofarm. Wir werden den Geschäftsführer Herrn Moret kennenlernen, der uns das Geschäftsmodell erklärt und was Dendrofarm denn eigentlich so macht. Guten Tag, Herr Moret. Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen und Dendrofarm ein bisschen näher kennenlernen. Und ich freue mich auf das Gespräch. Herr Moret, kommen wir zu Ihrem Geschäftsmodell. Was für Produkte, was für Dienstleistungen bieten Sie an? Was ist Ihr Wertangebot für die Kunden? Wir entwickeln innovative Arzneimittel, die weniger Nebenwirkungen haben. Und das machen wir dahingehend, dass wir Nanotechnologie, die auch gemeinsam an der Freien Universität entwickelt worden ist, einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir stellen innovative dendritische Nanocarrier her. Das dendritisch bedeutet, das ist ein Kernmolekül, was stark baumartig verzweigt ist, daher auch unser Firmenname. Dendrofarm. Und damit können wir Wirkstoffe verkapseln, sie in entzündetes Gewebe einbringen, durch die Haut oder aber auch in Tumorgewebe. Die lassen wir dann von einem GMP-zertifizierten externen Hersteller herstellen. Dann testen wir die wiederum selbst im Feld an Patienten, aktuell an Patienten mit Fell, also Katzen. Führen die klinischen Studien durch, schreiben das Dossier, machen sämtliche Arbeit mit den Zulassungsbehörden selbst. Danach, wenn das zugelassen ist, vertreiben wir dieses Produkt dann über den Großhandel bzw. einen mittelständischen Partner. Für welche Zielgruppen bietet sich das an? Für wen machen Sie das? Im Prinzip bietet sich das an für alle Lebewesen, die irgendwie erkrankt sind, insbesondere für chronisch erkrankte Menschen, Katzen oder auch Hunde. Ihre primäre Zielgruppe sind aber zurzeit Tiere, oder? Wir haben angefangen mit der Veterinärmedizin, aber mit unserer neuesten Entwicklung, einem nicht suchterzeugenden Nano-Opiat, wollen wir natürlich auch Menschen helfen, indem wir Opiate so dem Körper zuführen, dass sie die Blut-Hirn-Schranke nicht mehr überwinden können und damit wir keine Sucht und keine Sedierung bekommen. Diese Vertriebspartner oder der Großhandel, was für eine Art Kundenbeziehung haben Sie zu diesen und auch kennen Sie Ihre Endkunden? Kennen Sie die Katze, die es nutzt? Wir hören von der Katze, die es nutzt, über die Tierärzte in unseren Anwendungsstudien und Feldstudien. Das heißt, indirekt kennen wir tatsächlich den Endkunden, die ganz Endkunden sogar persönlich, einige jedenfalls davon. Aber natürlich, wir kennen auch die Tierärzte, die es verschreiben und wir kennen auch natürlich unsere Vertriebspartner persönlich. Wenn wir uns Ihr Finanzierungsmodell anschauen, wir haben schon im Vorgespräch gesprochen, das ist sehr besonders. Wie verdienen Sie Geld? Wie haben Sie Dendrofarm finanziert? Wir haben Dendrofarm dadurch finanziert, dass ich alle meine Ersparnisse genommen habe als Grund- und Stammkapital. Dann haben noch Kollegen und Freunde 2 Jahre später hauptsächlich auch noch einmal Geld in den Topf geworfen, aber schon mit dem Startgeld, was ich hatte, das waren um die 100.000 Euro, die habe dann die IBB mithilfe eines EU-geförderten Kredites und EU-geförderter Zuschüsse aufgestockt. Ein Teil der Zuschüsse ging an uns direkt, ein Teil an unsere Forschungspartner, die Freie Universität Berlin. In diesem Prozess, den Sie gerade geschildert haben, der Produktherstellung, was ist genau Ihre Aufgabe, was machen Sie selbst und was machen Sie mit Partnern? Unsere Aufgabe ist, das Ziel zu definieren, die galenische Entwicklung, also die Arzneimittelentwicklung. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung des Nanocarriers, der für diese Anwendung am besten geeignet ist. Es handelt sich also um eine Plattformtechnologie und nicht nur um ein chemisches Produkt sozusagen. Dann machen wir die Zulassung, das Monitoring, die Behördenverhandlung, die intensive Betreuung der Ärzte und Tierärzte in der ersten Anwendung. Was
andere übernehmen, ist ein Teil der Herstellung, ein Teil der Herstellung der Verpackung. Aber auch hier haben wir das Verpackungsdesign selbst entwickelt. Großartig. Wenn Sie jetzt sich anschauen, welche Kernressourcen Sie für Ihr Geschäftsmodell brauchen, wenn ich mir das anhöre, denke ich, das Team ist extrem wichtig. Aber was würden Sie sagen, was ist das Wichtigste in Ihrem Geschäftsmodell? Genauso wichtig wie das Team sind gute Beziehungen zu unseren Partnern und unseren Forschungspartnern, unserem Vertriebspartner für das Endprodukt, unseren Tierärzten, die uns unterstützen bei der Entwicklung. Wie verdienen Sie Geld? Verkaufen Sie Produkte? Wie kommt Geld? Aktuell bieten wir Dienstleistungen im Bereich Zulassung und Qualitätsmanagement an. Wir arbeiten mit niedergelassenen Tierärzten zusammen. Wir arbeiten mit der Charité und der Freien Universität zusammen im Zuge dessen, dass wir auch Patente einlizenziert haben von Herrn Professor Haag aus der Chemie für unsere Nanocarrier-Plattform. Wir melden auch selbst Patente an, das ist auch ganz wichtig für unsere Firma. Wir verbessern ja die Nanocarrier, wir entwickeln eigene neue Arzneimittel. Und natürlich, wesentlich ist natürlich auch unser Team. Die Kostenstruktur von Dendropharm, wie würden Sie die darstellen? 10% von den benötigten Finanzmitteln kamen von uns, von mir, auch von als Gesellschaftern ungefähr. Ein Drittel über Kredite und den Rest über Fördermittel. Und im Tagesgeschäft, Ausgaben sind sicherlich Team, ist sicherlich ein großer Posten? Ja, ungefähr die Hälfte. Ja. Der Rest entfällt auf Infrastruktur, auf externe Dienstleister, auf Sachmittel wie Chemikalien, Laborbedarf, Geräte. Wir hatten im Vorfeld schon gesprochen. Sie haben gesagt, rückblickend weiß man ja immer mehr oder ist schlauer. Sie sind an einen Punkt gekommen, wo Sie festgestellt haben, da fehlt noch ein wichtiges Tool, um Produkte zu verwenden. Ja, wir hatten ein Gespräch mit der Zulassungsbehörde und anfänglich sagten wir, füllen unser Produkt einfach in eine Tube. Und dann kann sich der Tiererhalter einen kleinen Strang sozusagen auf den Finger tun, auf dem Handschuh und rührt das und dann in das Ohr einmassieren. Da sagt uns die Zulassungsbehörde, das halten wir nicht für sicher genug. Und dann mussten wir einen Dosierapplikator entwickeln, weil wir feststellten, dass es weltweit keinen Dosierapplikator gibt, der unter 50 Mikroliter, also ein 20stel eines Milliliters, applizieren kann. Und jetzt gibt es einen. Sie können hier mit dem Pinsel dann die Salbe gut in das Ohr des Patienten auftragen. Ne? Das ist ganz weich mal. Mhm. Ne? Und durch diesen Rastermechanismus schiebt man dann die Salbe sozusagen auf den Pinsel drauf. Dann hat man wirklich eine winzige Menge, die sozusagen hier drauf ist. Mhm. Da 40 Mikroliter. Sehr schön. Das heißt, Sie sind jetzt auch noch Hersteller des weltweit kleinsten Dosierapplikators. Wir haben ihn zum Patent angemeldet. Großartig. Vielen Dank soweit. Ja, gerne. Ja. Gut, dass du nicht so groß bist, das wird ein bisschen. Ja, oder? Das ist besser zusammen. Genau. Hallo.